Hallo und willkommen zum dritten Teil meiner Videoserie Programmierung mit dem Automation Studio von B&R. Heute möchte ich zeigen, wie man sein erstes Projekt anlegt und damit zugleich die Grundsteine der Hardware einfügt. Es gibt drei Wege, um ein Projekt mit der ersten Hardware anzulegen. Alles geht über den Schritt Neues Projekt. Hier wird ein Name vergeben, der eindeutig sein muss. Ich nenne mein erstes manuell, weil ich die manuelle Anlegung der Hardware zeigen möchte. Ich habe das Häkchen gesetzt, dass meine Runtime-Dateien ins Projekt reinkopiert werden, weil ich dann, wenn ich mein Projekt weitergebe, alle Dateien mit im Projekt habe und mein Nachfolger oder mein Kollege oder bei späteren Lernvideos auch Sie ihn nicht manuell alle Dateien nachpflegen müssen. Jetzt kommen die drei besagten Möglichkeiten hin zum Tragen für das Anlegen der ersten Hardware. Als erstes zeige ich, wie man die Hardware manuell konfiguriert. Hierzu muss ich als allererstes die SPS auswählen, die ich als Hauptsteuerung in meinem Projekt benutzen möchte. Es gibt dafür die Wege, über die Filter meine entsprechende SPS vorzufiltern, sodass ich unten die Auswahl immer weiter eingrenze. Ich habe genauso gut die Möglichkeit, ich habe mir jetzt die Bestellnummer einmal gespeichert. Wenn ich die Bestellnummer kenne, kann ich die einfügen und bekomme die automatisch angezeigt. Hier unten kann man die Simulation aktivieren. Das geht aber, wenn man so wie ich jetzt eine Hardware-SPS anlegt, kann man die auch später im Projekt jederzeit aktivieren, ohne hier das Häkchen gesetzt zu haben. Rechts unten der Runtime-Typ ist bei meiner Steuerung immer das AR Embedded, kann aber bei anderen Steuerungstypen eben auch noch andere Optionen beinhalten. Wenn ich jetzt auf Fertigstellen gehe, wird mein Projekt komplett angelegt mit allen grundlegenden Teilen. Den Fortschritt sehe ich links unten und wo das Projekt zuerst angelegt wurde und jetzt geöffnet wird. In meiner Hardware sehe ich jetzt genau das Panel, das ist ein C70 mit eingebauter SPS. Nach kurzem Laden wird sich auch links mein Menü öffnen, genau. In einem weiteren Video werde ich alle Bestandteile einmal erklären. Die Logical View, die Configuration View und die Physical View. Heute gucken wir nur in die Physical View. Ich habe jetzt mein Panel angelegt und muss jetzt noch die zusätzliche Hardware, die ich mal in meinem Testaufbau mit inbegriffen habe, will ich auch noch zusätzlich mit anlegen. Wie man bei mir im Hintergrund sieht, habe ich einen Testaufbau mit Hardware. Das ist das C70, das ich gerade konfiguriert habe und eine Powerlink-Gruppe oben drüber. Diese Baugruppe will ich jetzt auch anlegen. Ich könnte jetzt, wie in dem ersten Feld, über meine Filter gehen. In dem Fall brauche ich zuerst einen Buskoppler. Er ist über Powerlink angeschlossen. Und dann sehe ich schon, dass sich die Auswahl sehr reduziert. In meinem Fall ist es ein X20BC0038. Das heißt hier direkt der erste. Dann kann ich den auswählen und entsprechend unter Powerlink einfügen. Ich sehe in der grafischen Übersicht, dass es direkt die Verknüpfung mit dem Powerlink auch gemacht wurde. Bei meinem Aufbau habe ich jetzt ein anderes Power-Modul drin. Das heißt, in meinem Fall muss ich das 9400 ersetzen. Dazu Rechtsklick auf das Modul Hardware ersetzen. Dabei kommt immer eine Meldung
Ursprung und rechts im Hardware-Katalog, ich muss jetzt zuerst die Filter zurücksetzen, werden mir genau die Module, die ich ersetzen kann, angezeigt. Und ich habe das 9402er-Modul. Muss jetzt, da ich auf der linken Seite das Modul zum Ersetzen markiert hatte, an der Stelle nur Doppelklick machen und das Modul wird ohne Probleme ersetzt. Jetzt habe ich noch zusätzliche Ein- und Ausgangsmodule, mit denen ich markiere das X2X, um da meine weiteren Module einzufügen. Kann hier auch über I/O-Auswahl gehen und dann über Ein- und Ausgänge. In meinem Fall habe ich die Bestellnummern an mir zurechtgelegt und kann die hier oben auch eingeben und bekomme dann an direkt die richtigen ausgewählt. Mit einem Doppelklick werden die automatisch eingefügt. Ich könnte jetzt einen Doppelklick wie gerade machen. Ich kann es hier optisch anfügen. Genauso wie ich. Kleinen Augenblick, das letzte Modul fehlt mir noch. Doch, ich habe in meinem Testaufbau eine Sicherheitssteuerung, eine SLX 210 mit eingefügt, die ich für spätere Sicherheitserklärungen benutzen möchte, die jetzt gerade in Vollständigkeit halber ins Projekt eingefügt wird. Wir hatten jetzt die Variante über Doppelklick, übers Einfügen, übers Grafische ziehen. Ich kann das natürlich auch hier auf der linken Seite direkt unten drunter einfügen. Das dauert jetzt ein, zwei Sekunden und da mit der Sicherheitssteuerung noch andere Programmteile mit angelegt werden. Jetzt habe ich den Programmaufbau so wie mein Testaufbau bzw. mein Übungsplatz aufgebaut ist fertiggestellt. Sollte das Ganze zwischendurch natürlich speichern und kann das Projekt jetzt auch einmal neu kompilieren, um zu sehen, ob ich irgendwelche Fehler da drin habe. Links unten im Ausgabefenster sieht man, dass er die verschiedenen Teile generiert und er müsste in diesem Fall mit null Fehlern abschließen und mir dann die Möglichkeit bieten, wenn er eine Verbindung hätte, auch das Projekt übertragen zu können. Eine Generierung dauerte immer ein paar Sekunden oder auch durchaus ist ein wenig länger, wenn ich einen komplexeren Hardware- und Programmaufbau habe. Wenn ich ein Projekt neu erstellt habe, wird dies immer zwingend im Service-Modus übertragen werden müssen, weil dabei der Speicher der Steuerung auch neu partitioniert wird. In meinem Fall habe ich aktuell noch keine Online-Übertragung eingerichtet, daher kann ich jetzt nur sagen, nicht übertragen. Das war jetzt die erste Variante, ein Projekt anzulegen. Mit dem manuellen Einfügen der SPS und der weiteren Baugruppen. Die nächste Variante, ein Projekt anzulegen. Einen kleinen Augenblick. Geht über die automatische Erkennung. Dies funktioniert natürlich nur, wenn ich Kontakt zu einer Online-SPS habe. In meinem Fall habe ich den Übungsplatz mit in mein Netzwerk eingebunden. Daher müsste er erreichbar sein. Ich muss hier einmal den Kommunikationspfad auswählen. Ich bin über Netzwerk angeschlossen und kann dann sagen, dass meine Hardware identifiziert werden soll. An dieser Stelle erkennt er nur meine Haupt-SPS. Das ist, was mir in diesem Fall gerade ausreicht, wenn ich auf Fertigstellen gehe, wird er sich alle anderen Busteilnehmer, insofern bekannt, auch einrichten. So. Er öffnet jetzt mein Projekt. Jetzt kommt auf der linken Seite auch wieder mein Menü. Kann ich in die Physical View gehen und ich sehe, dass mein Projekt genauso angelegt ist, wie ich es jetzt eben von Hand gemacht habe. Das war jetzt der zweite Weg über die automatische Erkennung der Hardware. Der dritte Weg
Eigenständig ist, wenn ich schon ein vorhandenes Projekt mit der gleichen Hardware habe. Punkt. Wenn ich schon ein vorhandenes Projekt mit einer gleichen oder ähnlichen Hardware habe, kann ich das referenzieren. In diesem Fall muss ich hier ein schon vorhandenes Projekt auswählen. Ich wechsle in das Verzeichnis der Projekte. Sage jetzt von meiner automatischen Erkennung will ich hier gerne die Hardware referenzieren, weil ich weiß, dass sie da richtig drin ist. Muss in das Projekt reingehen, muss im Physical reingehen, in die entsprechende Konfiguration reingehen und habe dann hier eine Hardware.hw. Wenn ich diese auswähle, kann ich die Hardware identifizieren. Das Panel wird richtig erkannt und wenn ich auf Fertigstellen gehe, wird auch hier ein Projekt mit der richtigen Hardware angelegt. So, auch an dieser Stelle gehe ich in den Physical View und ich sehe, dass er die Hardware, so wie ich sie vorher automatisch habe erkennen lassen, komplett mit übernommen hat. Und auch hier kann ich jetzt das Projekt wieder übersetzen hin und komme in den gleichen Zustand wie hier jetzt eben. Okay, in diesem Fall habe ich einen Übersetzungsfehler, weil er die Hardware übernommen hat, aber die Safety-Einstellung nicht übernommen hat. Danach muss ich jetzt gleich einmal gucken. Jetzt in meinem Fall würde ich das einmal rausnehmen, um den Rest übersetzen zu können. Denn da bei dieser Variante nur die Hardware-Dateien übernommen wurden, aber das Safety-Modul noch weitere Einrichtungsschritte hat, die mit angelegt werden, ist jetzt ein Übersetzungsfehler aufgetreten. Das heißt, die Sicherheitssteuerung müsste ich optimalerweise noch einmal selber mit anlegen. Wenn ich die jetzt zum Beispiel neu hinzufügen würde, wird auch das mit dem Kompilieren wieder richtig funktionieren. Einmal dahinter. Man merkt jetzt schon, dass er ein paar Sekunden braucht, um die richtig anzulegen. Und wenn ich jetzt übersetze, sollte das auch ohne Fehler passieren. So, genau. Jetzt hat er mit 0 Fehlern und 0 Warnungen übersetzt. Jetzt und damit ist das Projekt so wieder funktionstüchtig. Ja, ich danke dir, dass du dir mein drittes Video zur Programmierung mit B&R angesehen hast. In den nächsten Videos zeige ich die Aufteilung im Automation Studio, wie man die ersten Programme anlegt, wie man die Variablen handhabt. Und ich würde mich freuen, wenn du auch dir diese Videos mit ansiehst. Die Videos werden immer auf unserer Homepage www.multimedial-systeme.de unter der Rubrik Blog veröffentlicht, genauso wie in unserer Facebook-Gruppe. Die Facebook-Gruppe findest du, wenn du SPS-Programmierung und B&R. Ja, bei Facebook eingibst, findest du die Gruppe sofort. Und es gibt noch über die Homepage auch ein Newsletter, wo du dich eintragen kannst. Da hast du den Vorteil, dass du über neue Videos informiert wirst. Und das wird parallel der einzige Weg sein, um in zukünftigen Videos die Programme, die angelegt werden,
davon den Source Code direkt von mir zu bekommen. Alle Sachen werde ich auch noch jetzt im Anschluss verlinken am Ende des Videos und natürlich in den Shownotes des Videos. Vielen Dank fürs Zugucken.